Unser liebes Fienchen. Hallo, ich grüße euch. Die Jungs sind draußen, aber Fienchen ist ja neugierig, weil es eine Frau ist. Frauen sind ja immer neugierig. Und ich habe nämlich ein Päckchen, was eigentlich zwei sind, vom Kevin geschickt bekommen. Und die möchte ich jetzt mit euch heute auspacken, damit ihr wisst, was mir der Kevin geschickt hat. Leider kann ich die Päckchen nicht aufmachen, weil meine Dispo versehentlich die Pakete geöffnet hat, weil hier Elflein steht. Beide? Beide. Das finde ich ja, finde ich irgendwie komisch. Naja, passiert halt. Naja, aber... Ja, hier steht zwar Klaus Mäusel, aber es steht auch Elflein Holding drunter. Aber mal ehrlich, würdest du, wenn du eins aufmachst, dann wirst du doch merken, dass es nicht für dich ist und machst dann das zweite auch auf? Also ich nicht, aber... Na, ich finde es, also das finde ich irgendwie... Ist halt passiert, regen wir uns nicht drüber auf. Also, komisch finde ich es aber schon. Sparen wir uns das Aufschneiden. Ne, Fienchen, was sagst du? Genau. Auf den Inhalt kommt es an. So, dann klappen wir mal das erste Paket auf. Und da ist eine riesenlange Liste dabei. Und hier unten ist ein kleiner Gruß von Kevin. Hallo Klaus, als kleiner Dank für dich schicke ich dir ein Paket fürs Überleben. Wichtig! Hoffe, es sind einige Artikel dabei, die du gut nutzen kannst. Danke für die täglichen Videos von Kevin. Kevin, im Vorfeld schon mal schönen Dank. Finde ich cool. Ja, ich finde es auch richtig cool fürs Überleben. Genau, geil. Dann machen wir's mal, packen wir es mal aus, das erste. Also, wir haben hier Hagebuttentee. Der ist schon mal gut zum Wärmen, wenn es kalt ist. Es kommen noch mal kalte Tage, Leute. Ja, haben sie angesagt. Haben viel sie Schnee. Angesagt. Viel Schnee. Dann haben wir Allzweckreinigungstücher. Die kontrolliert. Die sind auch gut. Ja. Zum LKW-Putzen. Dann geht's. Feuchtes Toilettenpapier. Wichtig, wichtig. Vor allem in der heutigen Zeit. Das ist lecker. Duo-Keks. Salzbrezeln, eine Gebäckmischung. Fini, hast du schon rausgefunden, was nochmal du willst? Doppelkeks. Die gefallen dir, hä, Fienchen? Ja, das glaube ich dir. So, dann haben wir Kaffeefilter. Ja, das ist echt überlebenswichtig. Und wir haben Cookies zum Kaffee. Die Filter haben wir ja. Und Taschentücher, eine ganze Box. Braucht der Klaus tatsächlich immer viel. Für meine verstopfte Nase, genau. So, dann machen wir mal den zweiten Karton auf, der auch schon auf ist. Das kann man wegtun. Den Karton schmeißen wir auch mal hier hinter. So. Oh, schön, schön. Jetzt kommt der Kaffee, oder was? Jetzt kommt der Kaffee für die Kaffeefilter. Genau, und für die Kekse. Mülltüten ist auch wichtig. Da hat sich ja richtig Gedanken gemacht. Also ne? Kevin, das ich ist echt muss sagen, Überlebenspaket. Das ist wirklich Überlebenspaket. Was ist das? Eine Linsensuppe. Linseneintopf, genau. Linseneintopf. Kevin, das ist wirklich wichtig zum Überleben alles. Eine Büchse Fisch. Ja, mag der Klaus auch. Mag der Klaus auch, sehr gut. Und nochmal Waffelmischung. Und nochmal Butterkeks. Und alles in Rot. Und alles in Rot, genau, weil ich ja immer eine rote Hose anhabe. Wahrscheinlich, weil das von Amazon kommt oder so. Hast du das extra so rausgesucht, Kevin, oder wie sehe ich das? Ja. Also die Toilettenpapier, alles in Rot. Wunderbar. So, Kevin, erstmal dafür ganz herzlichen Dank. Ich freue mich riesig drüber und es sichert mein Überleben auf jeden Fall. Cooles Paket. Cooles Paket, ich kann alles gebrauchen. Aber nicht, dass ihr denkt, nur ihr schickt mir Pakete. Auch ich schicke ein Paket an den Justin aus Erwitte-Eigeloo. Das ist ein kleiner Junge, der hatte jetzt kürzlich Geburtstag. Und er kriegt von mir ein kleines Überraschungspaket. Genau, was drin ist, kann man natürlich nicht verraten. Richtig, weil er das ja sonst sehen würde. Ne? Also ihr seht, auch also ich verschicke ab und zu ein Paket. Justin, alles Gute nachträglich zum Geburtstag und die Überraschung ist unterwegs. Genau. Und so. Hier? Und hier? Also ich will mal so sagen... Da kommt der Klaus zur nächsten Woche durch. Genau, Überleben gesichert. Eine Woche Überleben gesichert.
Kevin, nochmal vielen Dank. Viele Grüße an alle anderen. Noch einen schönen Sonntag. Stau- und kinderfreie Fahrt. Und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss.